Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute haben wir noch mal 10 dieser Halloween-Eier. Und heute habe ich mal versucht, anhand von Schütteln, vielleicht ist es mir gelungen, die Twist-Heads rauszuschütteln, sage ich mal so. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht. Aber, ich sollte meinen, dass man das daran erkennen kann, dass die, ich sag mal, nicht großartig klappern. Gut, dieses hier klappert jetzt, liegt wahrscheinlich daran, weil dieses Ei hier lose ist. Hier in die Schale rein und es klappert nicht und wir gucken mal und es ist jawohl erste Treffer, es ist so ein Twist Heads, das ist schon mal nicht schlecht, sage ich mal so. So sieht er aus. Dürftet ihr jetzt alle mittlerweile ein bisschen kennen. So, machen wir mal das zweite Ei auf. Auch dieses hier klappert nicht. Auch hier klappert es wieder nicht. Mal gucken, ob es wieder geklappt hat. Nein. Nein. So, dann gucken wir mal, was es ist. Es ist. Ja, von Mixart. Ja. Ah ja. So, hier. Also von Mixart kennt ihr ja diese Stempelkatzen, die vorher drin waren. Und jetzt gibt es wahrscheinlich eine neue Serie. Hier ist ein Zentimetermaß ist hier dran. An dieser kleinen Katze. So. Gut, können also nur noch 9 oder noch weniger da sein. Und mal gucken, das klappert so an sich. Na gut, das klappert jetzt hier auch. Mal schauen. Jo. Es ist wieder ein Twist Heads. So, nehmen wir das nächste, Nummer 4. Das klappert auch wieder so. Das klappert nicht, aber man merkt, wenn man schüttelt, dass sich da so ein bisschen was drin bewegt. Wollen wir mal gucken. Ja, und zwar ist es auch wieder kein Twist Heads. Es ist hier so ein, von Natoons. Da hatte ich ja das letzte Mal schon hier diesen Delfin. Jetzt ist es dieser komische Wal. Wo hat der die Düse? Hier vorne hat er so. So, und dieser Bauch kann man reindrücken, wenn man den ins Wasser hält.
und dann spritzt er das Wasser raus. Gut, machen wir Ei Nummer 5 auf. Klappert wieder überhaupt nicht. Oh. Hier klappert auch nichts. Und schauen wir mal. Nein. Auch das ist kein Twist-Sets. Das ist hier dieser kleine Ball von GoMove. Da gibt es 4 verschiedene von. Ja, ich sage dazu immer Katzenbälle, weil die Katzen spielen damit wahrscheinlich unwahrscheinlich gerne. Ich hatte auch schon mal einen Abonnenten, den habe ich alle meine Bälle, die ich bis dahin gesammelt hatte, geschenkt. Und er hat sich sehr drüber gefreut, weil seine Katze hatte dann was zu spielen. Und falls Rupi Bolz mal wieder zuschauen sollte, er hatte ja geschrieben, dass sich seine Wellensittiche darüber auch freuen würden. Ich muss dann mal schauen. Ich habe schon wieder 3-4 Bälle. Und vielleicht kann ich ja dann seine Wellensittiche damit glücklich machen. Und dann bekommt er sie. Kannst ja mal drunter schreiben, Rupi. So, weiter geht's mit Nummer 6. Klappert auch wieder nicht. Und ja, auch hier klappert nichts. Und es ist, jawohl, es ist ein Twist-Heads. Diesmal dieser graue. Gut, das letzte Mal war ja der selten. Jetzt fehlt ja auch nur noch der eine wieder. Und dann ist die Serie schon wieder voll. So, wollen wir mal eine Nummer 7 aufmachen. Vielleicht haben wir ja das fehlende Stück dann schon. Man merkt so ein bisschen, dass es rüttelt in dem Ei. Aber man hört nichts klappern. Mal gucken. Und es ist... jo. Wieder ein Twist-Heads. Aber es fehlt der Schwarze. So. Zack. Also machen wir Ei Nummer 7 auf. Nee. 2, 4, 6, 7, 8. Sorry. Komm schon ganz durcheinander. Das klappert jetzt hier schon ein bisschen mehr. Kann aber auch daran liegen, dass es hier nicht im Innenei festgebackt ist. Ja, es klappert nämlich gar nichts hier drin. Und dann wollen wir mal schauen. Und es ist... ja... von Natoons, der kleine Delfin. Was ich vorhin schon gesagt hatte, bei dem Wal. Auch hier wird er dann gebombt und hier ist die Düse. Gut, machen wir Ei Nummer 9 auf. Klappert so ein bisschen. Ja, jetzt klappert schon mehr. Und es ist wieder ein Twist-Heads. Ja, diesmal scheint der Schwarze derjenige zu sein, der
selten ist. So. Zack. Und wir machen das letzte Ei auf und schauen mal nach. Ja, es klappert wieder ein bisschen und es ist wieder der grüne. Ja, der das letzte Mal so selten war, ist derjenige, der jetzt wieder am häufigsten war. So. Und wir gucken mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Twist Heads. Das ist doch schon, sage ich mal, nicht schlecht. Und ich werde mir diese Monster-Serie nochmal holen, diese Halloween-Serie. Und dann werde ich mal schauen, wie viel wir dann drin haben. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.